Ich habe jetzt hab auch das Ventil zugemacht. Glaube ich. Oder ist das offen? Ne, ist offen, ne? Keine Ahnung. Ach, du meinst mit einer normalen Wrench? Ich glaube, die kannst du auch mit einer Pickaxe abbauen. Ja. Pass auf mit der Lava. Nur mal Da ist so. keine Lava. Da ist keine Lava rausgekommen. Okay, dann können wir die auch so kaputt machen. Aber ich meine, den. Aber ich würde die nicht alle kaputt machen. Die Quarry selber, meine ich, ist nicht. Kannst du nicht mit der Pickaxe abbauen. Ne. Was ist denn mit dem, Den kannst du so abbauen. Bist du sicher? Ja, den haben wir auch so schon abgebaut. Und sonst haben wir in der Truhe noch einen über. Darf der nur nicht in die Quarry. Oh, oh. Oh. Geh aus! Quarry, geh aus! Ja, die hat keinen Saft mehr. Der müsste jetzt eigentlich aufhören. Ja, hat er auch aufgehört. Weil ich meine, die, wenn du die abbaust, dann abpickaxe, dann ist die kaputt und zerfällt in einen Maschinenblock. Meine ich. Womit baust du die dann ab? Mit einer. Ah, oh, hi Peter. Hallo. Darf Dennis, ich habt was ihr eine aus der Quarry Truhe? schon mal Eine abgebaut? Bronzebench? Da hast Wenn ich. recht. Ne. Habe ich noch nicht. Aber wenn die mit einem. Doch, habe ich tatsächlich schon mal. Die kannst du einfach mit einer normalen Pickaxe abbauen. Ja? Ne, dann kommt da ein Maschinenblock raus. Da Echt? Sicher? bin ich mir jetzt. Ich meine schon. Ich meine, ich habe das Also, schon mal gemacht. ich habe meine zweite Quarry ungefähr 600 Mal geplantet. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann damit jetzt voll falsch liegen. Hatte tatsächlich jedes Mal so eine scheiß Wrench dabei, aber. Ich habe Ja, irgendwie mit nicht der das Wrench geht Geld. das nicht. Dann nimm Pickaxe. Also normalerweise, wenn du mit einer Wrench abbauen willst, musst du das ja per Rechtsklick machen, ne? Alter! Ja. Hab mich erschrocken. Oder ich mach mit einer Dia. Bringt das was mit einer Dia? Ja, ich glaube mit der Dia Pickaxe ist das. Also generell gilt abbauen mit Pickaxe heißt grundsätzlich mit einer Dia, aber. Ja, hat geklappt, Christian. Sehr gut. Dann mache ich das mit der Kannst du hier Box schon mal auch. aufstellen gehen? Ja, oder so, ich gehe schon mal aufstellen, genau. Juju. Dann brauche ich gleich Rose Red. Das Peter, ist hier fehlen dir hinten gerade auf dem Bauprojekte? grünen Feld ist das. Das ist richtig. Finde ich nicht irgendwie. Du kannst gerne mitbauen, aber bei mir, ich baue gerade jetzt die Sachen, damit ich die nachher nicht bauen muss, wenn ich in der Aufnahme bin ab morgen, ab nächsten Mal. Ich habe mir gedacht, jetzt wo wir die Armor haben und wir so häufig die Scheiße hier sammeln mussten, mache ich das jetzt einfach. Bisschen. Was denn? Blaze Rods. Was? Ja, aber tatsächlich bisher null im Inventar. Ich hab 4. Auch 8. Vielleicht sollte ich euch auch helfen, komm, denn ich habe so ein Schwert, was die Chance verdoppelt, mehrere Sachen zu kriegen oder eine Chance erhöht, mehrere Sachen zu kriegen. Cool. Ich hab nur eins, was 10 Damage macht. Ist auch schon nicht schlecht. Juhu! Oder seid 5 ihr schon Stück. so weit, dass ihr das nicht braucht? Aber wir haben schon 5, wir stehen da vor Ort drauf geschissen für die 3 noch. Warum Okay. jetzt mit Quantum Sutures halt daneben, weißt du? Ich war gerade neben meinem Wiki lesen, hab mich die ganze Zeit schlagen lassen. Quarry size out of chunk loading bounce or too small. Was? Okay, ist zu groß, die Ja, kleine Sau. immer noch nicht. Komm schon. Vor allen Dingen darunter brennt es ja. Voll geil, wenn das mega explodieren würde. Wäre generell cool, wenn man in Minecraft furzen könnte. Wäre generell cool, wenn jemand am Tisch scheißen könnte. Verpisst Ja, euch. so einen richtig geilen, pixeligen kleinen Haufen setzen. Wo bist du denn jetzt hin, Sepp? Hinten an dem grüne Wiesefeld. Wiese? Oh, hier sind ein paar Creeper. Dann brauchen wir, glaube ich, noch einen Chunk Oh Loader. Erstmal viel nein! Damage Oh, die haben kriegen. die fucking. Ach. Das kann sein, dass wir einen Chunk Loader brauchen. Aber ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir das mit dem Aufstellen hier hinkriegen, weil irgendwie ist die Größe Nein. wieder zu unpassend. Wie groß hast du das Ding gemacht? Aua!
Ja, irgendwann 60, 70 habe ich das gemacht. Ja, aber 70 ist zu groß. Wir hätten doch 60, also 64 mal 64 war Maximum und letztes Mal hat das ja nicht geklappt, haben wir 60 mal 60 genommen. Hä, wieso passt das immer noch nicht? Ah, komm schon. Zwei Stück noch. Drei sogar noch. Krass. Zwei. Krass, dann lass die hauen. Du brauchst ja eigentlich nur drei, ne? Okay. Theoretisch schon, ja. Verlegst du die mal noch auf 174,5? Also wie viel Knockback hast du eigentlich auf dem Schwert? Ja, zu krass, einfach nur zwei. Okay. Das sieht manchmal so die aus, als wenn da noch 10 drauf wäre. Ja, 174,5 habe ich gerade. Ich habe die gerade ein bisschen näher zusammengelegt. Oh, da sind ja jetzt welche bei. Muss halt hier hin, oder was? Ja. Ich habe keine. Ich glaube schon, ja. Doch nicht. Nee, warte mal, den muss ich noch ein bisschen höher machen. Der ist ein tiefer. Oder einen weiter links. Nee, ich glaube, du musst einen weiter links. Also der ist hier auf 174,5. Da fehlt noch eine. Der hier so. Ja, der liegt jetzt da unten. Oh. Warum? Hol das Stöckchen. Ja, dann passt das hier besser. Dann hab ich. So, das war die von dir. So. Oh, Hadi. Wo kann ich denn hier was opfern? Noch nicht. Ich möchte aber. Nee, geht aber noch nicht. Doch, das geht. Mach das mal eben, ne? Geht noch nicht. Also muss er die neue planten, ne? Das hat aber mit der Quarry nichts zu tun. Ja, die Landmarks machen wir doch schon. Die ja, Quarry haben wir doch erst danach gesetzt. Wegrennen. Ja, eigentlich müsste die... Wollt doch hier bleiben. Quarry? Hier, Hadi. Extra nur für dich. Ja, ich habe schon mal geopfert. Jetzt. Extra für dich. Mal gucken, was du damit jetzt machst. Naja, die Quarry brauchst du noch nicht setzen. Die Landmarks, wenn du die... Boah, Alter Christian. Wenn du die, Landmarks verbindest, dann. Hadi. Achte mich. Wo bist du denn? Wenn du die Landmarks guck richtig setzt, ja, kommt doch schon die rote Linie. Ja. Check das nicht. Fuck you. Was? Wieso fuck you? Bitteschön. Warum? Warum das passt ist für das mich denn oder nicht? Was? Ja. Das ist für dich. Was hast du schönes Geschenk gekriegt? Ist der denn da vorne richtig, Christian? Ah, ich weiß, die 9 TNT hat er dir gegeben. Warte, ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist 1000 entfernt. Ach, Jay, wenn du scrollen willst, dann mach ich doch selber einen Spiel. Nee, das ist 66,5. Stift doch nicht Hardy an. Was? Die 66. Ja, aber du bist genauso hoch wie der da hinten. Und genauso hoch wie der da hinten. Der wird sich einfach gut bei dem stellen, weil er einen seinen Baum hat. Die anderen stehen alle ein. Warum soll ich? Ich habe ja nichts zu befürchten. Ich habe ja nichts für Hardy Böses getan. Ah. Was habe ich denn Hardy Böses bislang getan? Ja, das letzte Mal, als du da warst, endete das doch mit: Hey, das kriegst du wieder, ich kill dein Haus. Ja, weil ich da Dschungelbäume geplant habe, die ich sowieso abbauen wollte. Die hat er aber wieder weggemacht. Und da brauchten wir dann noch eine. Da musst du da nicht irgendwie Redstone oder so dran machen, eine Fackel? Richtig, ich wollte die sowieso abbauen. Nee, wir haben die mal nicht letztes Mal einfach geplantet, die Quarry da nehmen und dann bumm. Alter, Sepp, hier ist richtig viel Kupfer. Ja, aber die Quarry brauchtest du nicht, um dieses rote Band zu machen. Ich lass das mal da. Ich meine, ich könnte es natürlich auch nochmal nachlesen, aber... Nee, ich meine, die Quarry haben wir... Das rote Band kam vielleicht auch dadurch, dass wir vier hatten. Wieso steht das Ding denn hier in der Luft? Hä, da steht doch gar keins. Ich habe jetzt übrigens schon wieder 7. Klar steht hier der eins. Obershit, wie lange das gerade gedauert hat, ey, im Verhältnis. Das hab ich gerade zerstört. What? Wieso das denn? Oder ist das Buggy? Kann sein, dass das gerade Buggy ist. Und Buggy? Hast du denn noch ein viertes Landmark? Nee. Ach nein! Und eine ist gerade kaputt gegangen. Aber an sich, wenn du zwei Stück nebeneinander... Ach, Christian, mach einen Rechtsklick drauf, dann aktivierst du die. Hammer! Ach ja, stimmt. Da war auch relativ zufällig, dass wir das hier gerade rausgefunden haben, indem wir einfach wild durch die Gegend geklickt haben. Ach ja, stimmt, wir müssen ja alle aktivieren, ne? Ja, nur den noch, glaube ich. Dann macht er automatisch die 4. Ja, das reicht. Oh, wie geht Peng! Das zack.
Scheiß Creeper hier überall. So, dann haben wir das ja fertig, ne? Schnibbeln. Dann baue ich mal eben eine Hütte drumrum. Ne, lass die doch erst bauen, wenn wir das ganze Zeug dahin gesetzt haben. Wobei, ja, stimmt. Ja, ich fang schon mal mit dem Boden an.